Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 Velaya, Geschichte einer Kriegerin. Ja, wir haben ja vorhin hier dem Steinmetz, haben wir ihm ja den Gefallen getan. Ja, mit seinem Problem da und so weiter und so fort. Wisst ihr ja noch, wir haben ja ein paar neue Quests, was damit auf sich hat, wüsste ich gerne. Wir haben ja jetzt ein bisschen noch was zu tun, ne? Ich bin jetzt am überlegen, was wir als nächstes machen. Ein Weg zu Lord André. Wir haben ja die Goblins besiegt. Cornelius, meine 10.000 Gotsche kann ich in einer Truhe im Hafen abholen. In welcher Truhe im Hafen würde ich mein Geld legen, wenn es nicht von Unbefugten gefunden werden soll? Ja, wo wären das? Vielleicht im Lagerhaus? Probieren geht über Studieren, ne? Oder in irgendeinem Gammelhaus, kann auch sein. Aber wir werden uns erstmal ein bisschen um... Ja, ist ein bisschen dunkel, ne? Ich glaube, da hinten ist sogar eine Truhe. Ich sehe es aber gerade nicht, deswegen. Fagli Dagli. Wo bist du? Da. Da ist jemand. Aha! Moment. Ich speichere gerade mal ab. Der ist aber sehr verdächtig, der Kollege hier. Erstmal die Truhe aufmachen, ich meine. Dazu brauche ich wohl den richtigen Schlüssel. Aha! Hey, du Strolch! Ey! Was hast du denn hier verloren? Hau ab, das sind meine Kisten. Aha. Deine Kisten? Das glaubst du doch selbst nicht. Überlegen wir doch einmal, wie es wirklich war. Du hast hier irgendwo in dieser Gegend einen Schlüssel gefunden, und wo ein Schlüssel ist, hast du dir gesagt, muss auch ein Schloss sein. Dann hast du so lange herumgeschnüffelt, bis du diese netten Truhen hier gefunden hast. Und seitdem vergreifst du dich an meinem Eigentum. Hier steht kein Name drauf. Und dieses Lagerhaus gehört dir auch nicht. Hätte denn ein Name dich vom Klauen abgehalten, wo du vermutlich nicht einmal lesen kannst? Und du weißt natürlich über die Besitzverhältnisse in ganz Korinis Bescheid, weil du ja den ganzen Tag im Katasteramt über den Grundbüchern hockst, du kleiner Dieb. Der Spott wird dir noch vergehen, du hochnäsiges Schaf. Um die Kisten musst du dich schon mit mir anlegen. Aha, komm nur her. Oh, jetzt hab ich aber Schiss. Wer, du Stück Dreck. Ah. Mann, bist du gut, gib her die Kacke. So, Degen her. Schreiben an Cornelius, schön, schön. Dazu brauche ich wohl den richtigen Schlüssel. Mal, mir fehlt aber noch ein Schlüssel, mein Freund. Ich bin doch kein Metzger. Du bist kein Metzger, du sollst ja noch nicht schlachten, bist du dumm? Egal, steh auf. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Ja, ja. Hey, du Strolch. Okay, okay, du bist die bessere von uns beiden. Was willst du? Na, Kopfschmerzen? Na, das wirst du noch bereuen. So lasse ich dich nicht davon kommen. Na, dann binde mir doch das nächste Mal beide Arme auf den Rücken, damit du eine Chance hast. Und jetzt her mit meinem Schlüssel, sonst ziehe ich dich aus und jage dich nackt vor die Tür. Ich wiederhole mich gern, du Aas. Das wirst du bereuen. Her mit. Danke, jetzt verpiss dich. Wir sehen uns. Hahaha. Und jetzt meine 10.000 Girl. Das sind aber keine. Okay. Los, hau ab, du. Was ein Idiot. Hey, du Strolch. Du schuldest mir noch Geld. Da waren ein paar runde goldene mehr in den Kisten. Die will ich wieder haben. Na, da habe ich doch mal eine gute Nachricht für dich. Sie sind alle noch da. Du brauchst sie dir nur zu holen. Vom Meeresgrund. Das erklärst du besser genauer. Ganz einfach. Die Überfahrt zur Insel mit deinen Goldenen wurde jäh durch einen Streit, eine Rauferei, einen Messerstich und ein Kentern unterbrochen. In dieser Reihenfolge. Hol dir deine Goldstückchen, Missstückchen. Wir sehen uns. Na dann so nett, oder was? Ja, wir sehen uns wieder mal. Hey, du Strolch. Wir sehen uns. Na, nichts Neues. Cornelius. Cornelius Gold liegt auf dem Grund des Koriniser Hafenbeckens. 20.000 Gold einfach so versenkt. Für immer. Oder ist da vielleicht noch was zu holen? Ja, werden wir jetzt mal sehen. Aber ob das so klug wäre mitten in der Nacht? Nö, wir gucken erstmal, was sich sonst so im Lagerhaus befindet. Bestimmt noch einiges. Was vielleicht... Dazu brauche ich wohl den... Ach, verdammt. Ich mache hier einen anderen Schlüssel für. Das ist ja schlecht. Aber hier waren wir wahrscheinlich schon. Naja, ich merke mir das selber nie, in welchen Kisten ich schon alles mitgehen hab lassen und in welchen nicht. Ich meine, das merkt sich auch fast niemand.
Wäre ja auch ein bisschen bekloppt. Ich will jetzt gerade mal kurz was testen. Und zwar, wenn ich jetzt mit der Fackel ins Wasser springe, was passiert dann mit der Fackel? Wenn sie ausgeht, ist es logisch. Falls nicht, dann nicht. Hui! Logisch. Ein dicker Fisch. So. Ich sehe, glaube ich, zu wenig. Das wäre vielleicht auch eine blöde Idee. Da, habe ich doch gewusst. Ja, direkt gefunden. Beim ersten Mal. Super. So, haben wir es jetzt erledigt. Da ist tatsächlich noch was zu holen. Mal sehen, wie viel ich zusammenbekomme. Achso, so, wir müssen was suchen gehen. Alles klar, können wir machen. Kein Problem. Hab schon gedacht, es wäre ein bisschen zu einfach gewesen, wenn da jetzt nur ein Lederbeutel gewesen wäre. Oder vielleicht war es auch nur einer und ich habe wieder nicht verstanden, was die genau mir damit erzählen wollte. Naja, ich würde sagen, das Wasser wird wieder ein bisschen knapp. Nee, das Wasser nicht, wenn die Luft... das Wasser wird knapp, natürlich. Schnell hoch. So. Geh erstmal hier auf das Schiff, falls ich da überhaupt hochkomme. Na, das war ja... Naja, egal. Komm hier irgendwie hoch. Jetzt fängt das Lenken wieder an, natürlich. Ohne geht natürlich nie. So, gucken wir erstmal, was wir zusammen gekratzt haben. Wir haben... Was ist das? Krautpaket, ist mir egal. Apfeltaler, ist mir egal. Ein paar Münzenklippern darin. 23, ein leerer... Wow, wie cool. Wie blöd, ey. Na egal, vielleicht brauchen wir es noch irgendwann. So, 84... 80... 86... 72. Also kommt schon was zusammen, ne? Aber ob das 10.000 sind, glaube ich eher weniger. Aber Geld ist Geld. Okay, wir haben vielleicht 1.500, bisschen mehr, bisschen weniger. Aber... 10.000 ist was anderes. Ich würde sagen, es lohnt sich jetzt kaum hier im Dunkeln die ganze Zeit nach Geld zu suchen. Ich würde sagen, wir gucken uns hier noch ein bisschen. Vielleicht treffen wir den Meldor, vielleicht erfahren wir von ihm was Neues. Beziehungsweise, was können wir denn noch machen? Larios mal ansprechen, eine gute Idee. Aber dazu müssen wir erstmal. Dazu müssen wir ja erstmal zum Dingen, zum Haken. So, hier das Zahnrad beim Sternkreis. Ja, gucken wir auch noch irgendwann. Ich will jetzt versuchen, möglichst. Hier jetzt in der Stadt zu bleiben. Ich würde sagen, dann gehen wir am besten mitten in der Nacht zu Lord Hagen. Ich meine, keinen Schaden, beziehungsweise. Ich habe da eine Idee. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Ich weiß gar nicht, vielleicht haben wir es auch schon ausgeraubt. Keine Ahnung, habe ich wahrscheinlich vergessen. Werden wir jetzt gleich sehen. Der gute Lehmer, ne? Verdammt, was ist los? Schnell aufwachen, aufwachen. Finger weg da! Scheiße! Nee, nee, ich war... Verdammt. Warum sind die aufgewacht? Knapp. Versuchen wir nochmal. Seht ihr, immer abspeichern. Das ist sehr wichtig. So ganz leise. Und ohne, dass irgendjemand was merkt, einfach da reingehen und jetzt... Verdammt, was ist los? Nimm deine Pfoten da weg! Verdammt, ey, warum wachen die immer auf? Das kann doch... Na, egal. Sie ist gerade im Boden versunken. Okay, das wird irgendwie nichts mit dem Lehmer. Oder wie auch immer, jetzt heißt, ich weiß gar nicht mehr, glaub schon. Verdammt. Naja. Da kann man nichts machen, ne? Huch. Hallo, Milizmann. Können wir den beklauen? Moment. Bleib wach, gerade mal abspeichern, will ich mich beklauen. Ich glaube nämlich, der hat so einen Schlüssel zu den Türmen da und ja. Hallo, Milizmann. Ja, ganz lustig, so ein Ding mal zu bekommen. Beklauen! Dreckige Diebin! Na, warte! Er hat's gemerkt. Okay, wisst ihr was? Wir vergessen es, gehen einfach zu Lord Hagen und ja, okay. Das war nix, zu Lord Hagen, ja, und zu Larios. Oh, so still hier mitten in der Nacht, ne? Das ist unglaublich. Beziehungsweise Myxien. Wir haben ja jetzt ein paar Runen gefunden. Fehlen zwar noch ein paar. Übrigens, mir wurde geschrieben, ich soll zum Kloster gehen und dann irgendwie aufs Dach klettern. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und da wäre eine Rune. Hallo, Milizmann. Also gut, ich weiß schon, warum wir da hoch müssen, halt wegen der Rune, ne? Aber was
Das klingt ein bisschen komisch, eine Rune auf dem Dach. Was soll denn das? Unterrichte mich im Einhandkampf. Jetzt nichts. Komm heute Abend hinter das Land. Ja, ist gut, Alrik. Bleib wach's. Also wie gesagt, dann gehen wir auch nochmal hin zum Kloster und was das genau soll, weiß ich nicht. Also, wir gucken auf einfach mal auf den Dächern, ob man da was findet. Ich meine, ich höre einfach mal auf euch. Ich meine, da kann ja nicht so viel passieren. Egal. Halt! Willst du hier etwa rein? Nee. Klar, warum nicht? Aber du bist eine Frau. Wirklich? Ich? Eine Frau? Ja, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Ich gehe dann mal weiter zu André. Ich kann dich nicht durchlassen. Denk dran, der Klügere gibt nach. Du wirst doch nicht dümmer als eine Frau sein, oder? Versuch bloß nicht, mich auf den Arm zu nehmen. Ich bin viel zu schwer für dich, Frau. Und jetzt verzieh dich. Aber... Ich muss mit Lord André sprechen. Vergiss es. Lord André hat Wichtigeres zu tun, als mit dir zu plaudern. Also, soweit ich ihn da hinten erkennen kann, bewacht er zurzeit einen Tisch. Hab ich mich etwa nicht klar genug ausgedrückt? Hör mal, mir ist das zu blöd. Viel Spaß noch beim Leute rausschmeißen. Toll, wie kommen wir da jetzt rein? Mir wurde nahegelegt, dem Lord Protektor Besuch abzustatten. Jetzt, da ich weiß, da ich mich so um die Zeit... Ah, okay, vielleicht können wir ja mal... Ich muss gucken, wo wohnt der nochmal? Der müsste eigentlich hier wohnen, oder? Wenn ich mich da recht entsinne. Beziehungsweise ist es Nacht, vielleicht können wir ja mal klauen gehen, eine Runde. Schaden kann es ja nicht. So, dann gehen wir nochmal rein. War es zu laut? Ne, ich hoffe nicht. Müssen wir mal hier in der Runde. Na Leute, alles fit soweit. Na, alles gut, ja. Lasst euch nicht stören. Ich will nur mal gucken, was ihr dabei habt. Ich glaube, die Truhe da hinten hatten wir auch schon mal. Ich sehe. Was ist verdammt gefährlich, hier durchzuschleichen. Wenn ich überlege, hier sind ein halbes Dutzend Soldaten. Ach, Ritter, ich meine, das ist nicht so, ne? Dazu brauche ich wohl den richtigen Schlüssel. Ach, Kacke. Und der hat ja ein schönes Bett hier, ne? Hast du das gekauft? Ich will gar nicht wissen. Da sind verdammt normal viele drin. Zu viele, um jetzt alleine mit denen fertig zu werden, meine ich. Außerdem ist es auch scheiße, wenn man dann hier so einen ganzen Ärger von der Stadt am Hals hat, weil man Leute getötet hat oder zusammengeschlagen. Und das... Aha, was soll man denn da an der Wand kleben? Eine Spruchrolle. Aber die nehme ich mal mit, ne? Wer weiß, wenn du sie kaputt machst, ist sie kaputt. Jetzt wird ein Hocker drüber. Ja, gut gemacht. So, zack, alles mitnehmen und weiter geht's. Da war noch ein Schlüssel drin, gell? Da war ein Schlüssel drin, ich hab's genau gesehen, da war ein Schlüssel drin. Natürlich war da ein Schlüssel drin. Ich weiß auch genauso, ich weiß, wozu der Schlüssel gut ist. So, nicht hektisch, ganz ruhig. Gerade in so einer Situation muss man ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Wenn mich hier einer erwischt, sind wir sowas von am Arsch. Tut mir leid, ich versuche die Begriffe etwas zu zügeln, ich weiß. Hier ein schönes Fenster, was gar kein Fenster ist, was einfach nur aufgemalt ist. Yeah, bingo. Oh yeah. Bisschen Kleingeld und ein paar Tränke, das ist doch mal was Sinnvolles. So, ich muss euch auch nicht weiter stören. Ich gehe dann gleich wieder, ne? Oh Gott, ich habe schon gedacht, jetzt passiert irgendwas, aber hat's doch geleckt. Naja. Halb so schlimm. Naja, dann können wir in der Nacht ja doch noch was Sinnvolles machen, und zwar die ganzen Leute ausrauben. Lohnt sich das oder lohnt sich das? Natürlich lohnt sich das. Yeah! Und das ist erstmal abspeichern, so. Jetzt wollen wir mal ein bisschen was für unsere... für unser Portemonnaie. War vielleicht ein bisschen zu stürmisch. Oh Gott, jetzt leckt wieder wie noch was. So. Da vorne ist der Aldrich, der sieht uns aber nicht, weil er dumm ist, wie Brot. Apropos Brot, da liegt Brot, oder? Ein bisschen was zu essen mitnehmen. Klar. Man kann es ja im Notfall immer noch versteigern oder verkaufen. Brot, Wacholder. Oh, Wein und Honig und Milch. Nee, Wasser. Boah, was für dreckige Diebe wir sind, ne? Das ist eigentlich unglaublich. Und dass sie einfach alles mitnimmt, was er sieht.
insgesamt bei Gothic einfach mal alles nehmen. Gehört zwar jemandem, aber ist egal. Hauptsache einem selber geht's gut. Ist eigentlich total...